Hallihallo, ihr Blutsauger, und herzlich willkommen zurück zu Vampire. Tut mir leid wegen der letzten Folge, wo komplett alles den Bach runtergegangen ist. Also der Ton. Es tut mir echt leid. War auch nicht beabsichtigt. Überhaupt eigentlich gar nicht. Ich wollte das überhaupt nicht. Ich habe dann halt den Fehler gemerkt und habe dann erstmal komplett die Aufnahme neu gestartet, weil wir wollen ja nicht so Geräusche in der Tonaufnahme haben und so ein Kram. Das ist natürlich nicht so gut. Und daran habe ich auch nicht so Interesse. Jetzt muss ich erstmal gucken. Over there! It's one of them vermin! Taschen. Oh, Alter! Ich hab keine Ausdauer. Hast du eine Granate nach mir geworfen? Oh, Alter! Alter Junge! Hallo, was ist denn jetzt? Probleme? Jetzt ein kurz bewegen. Alter, Junge. Problem oder was? Ey, euer Anführer ist mal Bier, ne? Wusstest du, dass dein Anführer jetzt ein Vampir ist? Mein Freund, ciao. Okay, da liegt Loot. Da liegt auch Loot da hoch. Natürlich geht die Vordertür jetzt auf. So Prewin never left Doris's theater after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Alter, Junge, der kann so auch nicht einstecken. Jetzt bin ich jetzt ganz auf Blut geklaut. Alter!
Junge? What the fuck? Also uns ist Edgar. McCallums Bericht. Ich habe gerade Dorothy Fletchers Tagebuch fertig gelesen. Es war eine entsetzliche Qual. Mein Gott, die Frau wollte ganz London zusetzen. Ihr Plan war es, alle zu infizieren, die zu ihren nächsten Stück gekommen wären. Jetzt verstehe ich es deutlich besser, wenn hier vor sich geht. Doris Fletcher hieß eigentlich Doris Jones. Sie war die Tochter einer Harriet Jones, die lange im Pembroke Hospital behandelt wurde. Ganz offensichtlich hasste sie ihre Mutter. Sie nutzte aber ihre Berühmtheit, um nach ihr zu sehen, während sie die Armen und Kranken im East End besuchte. Ich weiß nicht genau, was dann passierte, aber so hat ihre Mutter sie infiziert, ehe sie zum Theater zurückkehrte. Und deshalb hat sie sich in das Monstrum verwandelt, das der als Jonathan Rhee bekannte Blutsauger am Ende besiegt hat. Dass dieser Vampir sich im selben Krankenhaus aufhält, in dem Harriet Jones behandelt wurde, kann kein Zufall sein. Ich bin davon überzeugt, er hat einen großen Anteil an dem momentanen London wütenden Vampirseuche und ich bin überzeugt, dass Swansea sein Komplize ist. Und die beiden etwas Schreckliches planen. Das alles in den Schatten sein Komplize stellen wird, was die Wache von Priven je erlebt hat. Vielleicht sollte ich auf der Suche nach Antworten ein wenig die alten Bücher und Manuskripte zu studieren. Die Wache noch besitzt, das könnte sich als nützlich erweisen. In der Zwischenzeit sollte ich wohl besser einige Patrouillen durchschicken, um zu untersuchen, was im Pembroke Hospital vor sich geht. Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Ja. Hallo? Loot. It's locked, natürlich. All right. Hä? Kommst du hier rein? Better go home, sir. Jetzt nett. Yeah, I'll kill you. Jetzt aber, hey. Ich mag das Zeug nicht. Oh, Alter. Bis auf Weiteres wird dieser Tresor zur Lage von vertraulichen Beweisstücken genutzt. Er muss stets abgeschlossen sein. Wenn Sie Zugriff benötigen, können Sie den Schlüssel bei mir im obersten Stockwerk abholen. Und vergessen Sie verdammt nochmal nicht zu mir zurückbringen, wenn Sie fertig sind, Rodney. I should find the key to that box. Vampire Ritter. Ein Key zur Box. Oh, nein. Stab und Patronen. Okay, hier ist nichts. Was soll jetzt dieser blöde Schlüssel sein? Muss ja doch gegen den Typen kämpfen, ja? Easy does it, boy. Oh ja, klar. Dass noch so einer kommt, war bloß. Oh, yo, boy. Alter! Wo wollen wir noch kommen?
Oh, da ist ja noch einer. I'll kill you! Alter! Junge! I have it. I can now open the box. Komm her. So. Die Büchse der Pandora. So, Dulle. I cannot enter. Auf die Tür. I really don't know if I should read this. Persönliche Notiz. Januar, die Karten bereiten mir Sorgen, denn unwegen prophezeien sie schämhaft, aber fürchterliche Gefahr und damit nicht diese scheußlichen Krieg. Ich sollte die Lekarte besonders nach London zurückbeordern, um ihn auftragen, die Augen offen zu halten und bei ungewöhnlichen Vorkommnissen Meldungen zu machen. 15. März 1918, irgendwas ist definitiv laut. Die Karten verraten weiterhin nicht, was naht. Das kann nur bedeuten, dass etwas Mächtiges ist in Bewegung, etwas so Starkes, dass die Karten seine Natur nicht vollkommen preisgeben können. Alle Legaten, bis auf einen, die sind zurück in London. Seine Mission ist es zu bezeugen, um sie abzubrechen. Die einzigen nennenswerten Beobachtungen sind die regelmäßigen Treffen zwischen Lois Dawson und den Escalon Club. Das muss uns momentan keine Sorgen machen. 24. Juli 1998, furchtbare Epidemie setzt uns zu, was mir ganz und gar nicht gefällt. Meine Legataten wurden nach Übersee zurückgeschickt, um sie vor der Krankheit zu schützen und damit die Hinweise auf den Ursprung der Seuche zu suchen können. Ich bin restlos davon überzeugt, dass Phänomen rein natürlichen Ursprungs ist. In der Vergangenheit standen viele Fälle vampirischer Aktivitäten mit plötzlichen Epidemien in Verbindung. Wir müssen wachsam bleiben. 17. August 1918. Auf der ganzen Welt. Hunderttausende Tote. Alter. Zerbrochene Familien, Verzweiflung und Kummer sitzen tief in unseren Herzen. Diese Epidemie ist ein Fluch. Die Berichte aus aller Welt zeigen mir, dass die Katastrophe keine Grenzen kennt. Die gute Nachricht ist, dass die Krankheit abgeebbt zu scheint. Die schlechte Nachricht ist, dass die Karten weiterhin Katastrophe bevorzugen. 19. September 1918. Die Karten hatten von Anfang an recht. Eine Katastrophe bricht über uns herein. Das letzte Anzeichen mag die Rückkehr der Wache von Preven sein. Godfrey McCallum persönlich ist wieder in London. Er stellt Aktivitäten, Nachforschung und rekrutiert Leute für einen neuen Feldzug. Was er immer von McCallums Methoden halten muss. Ich muss zugeben, er hat einen Riecher für Gefahr. Wir müssen alle wachsam sein. 21. September. McCallum hat keine Zeit verloren. Mindestens drei seiner Bluthunde hat er auf mich angesetzt. Wieder einmal dasselbe Hass. Dieselbe alten Methoden. Sie werden jeden meiner Schritte für alle meine Bekannten und alles, was ich tue, im Blick haben. Weiß, dass sie mich für einen Unsterblichen halten, der sich gegen sie gegen Menschheit verschwört. Dämliche Jäger, für sowas habe ich keine Zeit. Ich mag Geheimnisse haben, aber ich bin nicht der verschwörerische Feind, hinter dem sie her sind. Aber in einem haben sie recht. Die Kategorie lässt sich nicht abweichen. 15. Oktober 1918. Zum zweiten Mal seit ich Primas von St. Paulus bin, fürchte ich um diese Stadt. Skulls fallen um London, gesamte Lande. Nein, sie fallen nicht ein, sie sind bereits hier, sie sind unter uns, befreit durch Fleisch der vielen infizierten Beobachter. Bruderschaft bricht mir, dass Vampire aus ganz Europa antreffen, die es kaum erwarten können, etwas von unschuldigen Leinen und Fleisch abzubekommen. Dieses Land, so wie wir es kennen, steht vielleicht am Rand des Abgrunds. Wir wissen immer noch nicht, wer was unser Gegenspieler ist. 26. Oktober 1918. Die Karten bereiten mir weiterhin Umgehagen. Die Gefahren wurden noch immer nicht offenbar. Ich bin davon überzeugt, dass die Wache von Preven in Kürze ihre zweite große Jagd ausruhen wird. Das ist die einzigste Erklärung für McCallums Aktivitätsmuster. Kontrolle über strategische Befehlsstände in den ganzen Städten. Herstellung vieler neuer Waffen. Entschuldigung. Raubzug schnellen Finanzierung dieser teuren Empfangs. Ich weiß, dass mein Name auf der Liste stehen wird, wenn sie entscheiden, alle Vampire in England zu Schreck zu bringen. Aber ich werde mich dieser Bedrohung nicht unterwerfen.
7. November 1918. Ein Angriff der Wachen in Bremen kurz bevor. Speer und Patrouillen kommen Nacht für Nacht näher. Ich kann ihnen noch nicht einmal Vorwurf machen. Die Lage ist kritisch. Einige Meldungen ziehen sogar die Rückkehr des gehörnten Vampirs in Betracht. Aber ihre Blindheit erstaunt mich stets aufs Neue. Wie können sie mich immer noch für ihren Feind halten? Habe ich nicht bewiesen, dass ich Verbündeter bin? Habe ich nicht alles in meiner Macht Stehende getan, um Sterbliche zu schützen? Dies ist mein letzter Eintrag in diesem Buch. Möge Gott unsere Seelen gnädig sein. I can't believe it. It's locked, all right. Wie? Warum ist das zu? I cannot enter. Komm ich da jetzt rein? It's locked. Hey. Nieten? Ach, wie komme ich da jetzt rein? Den habe ich fertig gemacht. Den Dude auch. Over there! Oh. There's one of them! Moin. Wer bist denn noch einer? Wow. Teil einer, das ist ein Abzugs. Mein Auge juckt. Hä? Hier ist doch aber nichts. Ich komme doch hier nirgendwo hin. Da ist er, aber wie soll ich da hinkommen? Untersuche Swanseys Entführung. It's locked, all right. William Marshall Memory, die Bruderschaft von St. Paulus Stola, hat endlich zugestimmt, sich in London mit mir zu treffen. Sie hat ein Treffen in der neuen St. Paulus-Kathedrale vorgeschlagen. Der Geist und die Ernsthaftigkeit dieser Männer gefallen mir, wie symbolisch der Ort zu wählen, an diesen Desaster zu besiegt haben. Und an dem ich gefallen bin. Ich habe ihrem Vorschlag zugestimmt. Dort in den heiligen Stille der Kirche und unter den Augen Gottes hörten sie mir respektvoll zu. Sie räumten meinen Sieg über diese bösen Kreaturen namens Duus Astro ein. Das einzige Verlangen dieser Sternfresserin bestand darin, Tod und Pestilenz zu verbreiten. Da sie anerkannt, dass London 1966 retten wollte,
durfte ich meinen innersten Anliegen vortragen, das Blut des Hasses aufzuhalten. Ihr Primus sprach mir eine Antwort. Dies bestand nur aus den Namen, die Tränen der Engel. Ihnen zufolge vermag dieses uralte Rezept alles zu heilen. Es kann jeden finsters entglittene Seele erläutern, mein Blut reinigen. Gepriesen sei der Herr. Seit über 100 Jahren bin ich auf der Suche nach den Heilmitteln für das Blut des Hasses, aber jetzt habe ich es vielleicht gefunden. Bald wird die Wut ein Ende haben. Bald kann ich es von mir beginnen, echt aufrecht wieder gut machen. Meine Fehler berechtigen. Jetzt muss ich nur noch die nötigen Zutaten für den Trank beschaffen, um ihn zu breien. Blut aus den reinsten Herzen, gemischt mit dem Blut eines Königs. Solche seltene Zutaten finden, bereiten mir nicht die größte Sorgen, denn die Zeit arbeitet für mich. Letzte Teil ängstigt mich. Reine Knoblauchessenz. Ich fürchte, dass das Wort wirklich höllisch schmerzen wird, wenn ich das gegen ihn trinke. Aber wenn der Preis es ist, den ich zahlen muss, um meine Seele zu läutern, um meine Fehler zu korrigieren, bin ich willens, diese qualvollen Schmerz zu ertragen. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCallum drank. I had better keep that in mind. Ach, jetzt. Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCallum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skull epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? I put him in a somewhat delicate position when I made him an immortal. Really? Are you sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. I think you're hiding something, Edgar. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession? Because I offered you shelter in my hospital. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story. He was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why is the Guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires.
While investigating the epidemic, I read some of McCollum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms. Blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Do you know where we are? Doris Fletcher's theater. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother, a symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic? The link between Doris and Harriet? The suspicion of McCollum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear, I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed two of your patients at the same time. Right, I admit it. I boldly ventured into experimental realms, but I've killed no one to appease my thirst for knowledge, Jonathan. I'm no murderer. I never asked to become what I am, Edgar. You chose to conduct your rogue experiments. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then.
prepare to die and be reborn. To face an eternity of guilt. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. Enough! Ja gut. Der Stern des Wahnsee. Oh, minus 300 Punkte. Scheiße. Sprich mit Lady Ashbroy. Ashberry. Schaffen wir das noch? Sind bei 32. Schaffen wir das noch? Das ist die Frage der Fragen. At a more convenient time. Okay. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. There's one of them! Watch yourself! Hallo! Oh Gott! What's... fix durch den Park hier raus. Und geht von mir. So, dann kriegt er von mir nämlich einen kleinen Cliffhanger. Und ich lasse euch im Ladebildschirm vom Haus der lieben Lady. So. Du hast eine Keule gekriegt.
So. Dann bis zum nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen.